Eine bewusstlose Person mit normaler Atmung habe ich sofort in die stabile Seitenlage zu nehmen. Dabei achte ich, dass beide Beine gerade ausgerichtet sind. Ich persönlich befinde mich mit meinem Körper in Höhe des Beckens. Als erstes wird die Hand nach oben gemacht und im rechten Winkel abgelegt. Die zweite Hand wird mit der Handfläche nach oben gedreht. Ich greife in diese Handfläche hinein und bewege diese Hand in Richtung Kopf. Beide Hände bleiben am Kopf und mit der anderen Hand greife ich dann außen in die Kniekehle, ziehe das Bein nach oben. Vorsichtig drücke ich jetzt das Bein nach unten und zur gleichen Zeit hebe ich die Hand am Kopf nach oben, um den Kopf abzustützen. Wenn die Drehung vollzogen ist, wird der Kopf vorsichtig abgelegt. Als allererstes muss der Kopf leicht überstreckt werden. Der Mund geöffnet, damit Flüssigkeiten ablaufen können. Als weiteres muss ich das Bein noch etwas in den rechten Winkel bewegen, dass der Bewusstlose auch wirklich richtig stabil liegt und nicht auf den Bauch fallen kann. Stabile Seitenlage ist hergestellt. Ich muss an den Wärmeerhalt denken. Und jetzt muss ich den Notruf absetzen.